So, heute eine neue Folge Rhönharmonika stellt die Rhön vor bei herrlichstem Wetter. Heute mit einigen Wanderzielen. Ich zeige euch vieles. Achtung, aufgepasst. Die erste Riesenüberraschung heute. Tada! Der Jens ist dabei. Und ich nehme den Jens heute mal mit und zeige ihm, wie schön die Rhön ist. Und ihr seid auch dabei. Bis später. Jens, was machst du da? Ja, ich habe hier mal die wichtigen Geschichten der Rhön platziert. Sehr gut. Da geht's heute für uns hin, das ist unser Wanderziel. Ne? Ab auf den Pferdskopf und später noch auf die Wasserkugel. Freust du dich, Jens? Da gibt's Galopp. Logo. Da gibt's Galopp. Jens. Und der Gang nach Canossa. Jens, kannst du noch? Ja klar, ich meine, es geht nicht mit Galopp hoch, aber Graben, ich bin Graber des Jahres geworden. Und es lohnt sich. Ja, wir drehen die Kamera gleich um, wenn wir oben sind. So, der Jens und ich sind jetzt oben auf der Klippe vorm Pferdskopf, also noch nicht ganz oben. Da wollen wir dann noch hoch. Also ist jetzt nicht mehr so weit. Aber die Aussicht hier, Jens, was sagst du? Ich bin eigentlich sprachlos, das ist echt gigantisch. Ich drehe mal die Kamera um. So, und das ist der Ausblick hier oben von der Klippe vorm Pferdskopf. Und da unten seht ihr, also das ist Hammer heute, was für ein Wetter wieder, wenn Rhönharmonika wandern geht. Da unten seht ihr Poppenhausen. Und wir können hier gucken, da hinten ist Paris, Madrid und Mailand. Mailand oder Madrid? Hauptsache Italien. Hauptsache Italien. Ja. Und jetzt laufen wir schön weiter und ihr kriegt noch ein paar Videos. So, Jens und ich sind jetzt am Gipfelkreuz angekommen, oben auf dem Pferdskopf. Und hier pfeift es ein bisschen. Wir sehen ein bisschen aus wie die drei Gefährten, nee, zwei Gefährten bei der Herr der Ringe, oder? Aber zum Glück habe ich ja den warmen Hoodie von Rhönharmonika. Ja, und ich das Stoffwürfchen von den Rhönschafen. Und wir laufen jetzt weiter, oder? Ja, klar. Machen wir noch weiter? Wir zeigen euch noch ein bisschen die Rhön heute. Bis gleich. So, Jens und ich sind jetzt ganz oben angekommen. Was ein Panorama, hier müsst ihr einmal hinkommen. Wir sind ja auf dem Pferdskopf in der Rhön. Und wenn ihr so ein Wetter habt wie wir heute, ein bisschen windig leider, dann ich drehe hier einmal komplett die Runde. Tada! Kein Auftrieb. Kein Auftrieb. Dann seht ihr diesen Ausblick. So, und da hinten ist jetzt unser nächstes Wanderziel. Wir laufen jetzt nochmal zur Wassergruppe durch. Der von Rhönharmonika. Ja, du hier. Ja, du bist doch der Jens. Ah. Ja, der Jens. Darauf müssen wir einen trinken. Oh, ja, wir gehen jetzt mal schnell zur Wassergruppe und trinken ein. So, Jens und ich sind jetzt oben auf der Wassergruppe. Guck mal, sie funkelt hier zwischen uns durch. Es ist immer noch verdammt kalt, oder Jens? Das ist die Perle neben den zwei Perlen in der Rhön. Ja, es ist arschkalt. Aber naja, es geht. Aber es geht. Es also, pfeift. Wir halten es aus und wir werden den Weg zurückfinden und wir halten euch auf den Laufenden. Aber eins ist sicher, die Rhön ist schön. Und das sagt jemand aus Südhessen. Mittelhessen. Aus der Wetterla. Aus der Wetterla. Lieber Jens, jetzt sind wir über die Wasserkuppe drüber. Was sagst du denn dazu? Das sieht aus wie hingekackt und hingeschissen. Scheiße. Puh. Das geht doch nicht. Du hohle Birne. Ich war es nicht. Tu mir einen Gefallen, jetzt hör auf zu lügen. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut, oder? So, jetzt sind wir am dritten touristischen Highlight heute angekommen, nämlich der Fulda-Quelle. Jens steht schon da und zittert ganz schlimm, weil es echt extrem kalt war unterwegs. Jens, wie stellst du mich denn da? Ich bin da. Er ist da. Um uns herum stehen tausende von Besuchern, die Fulda-Quelle gerade besuchen. Die seht ihr bloß nicht. Aber hier entspringt tatsächlich die Fulda und ist echt ein Besuch wert, hier mal zu gucken, wie hier so das Wasser den Berg runterplätschert. So, das ist jetzt so ein bisschen wie Schneewittchen und der Märchenwald. Hier fließt tatsächlich die Fulda runter, einmal durch den Wald als Bach. Und das ist wirklich ein schönes Erlebnis, das mal zu sehen. So, wenn wir ehrlich sind, also Jens, wir können es ja sagen, wir haben uns verlaufen. Ein bisschen. Jede Situation ist auch eine Chance. Ne? Ja, zum Beispiel eine Chance, ein schönes Gösser. Oh, wir trinken jetzt. Gösser Radler, zu sich zu nehmen, einen schönen Biosphärenreservat. Genau. No. Und es ist arschkalt, also. Wir machen dann nochmal ein Video, wenn wir unten sind. Ja. Prost. Stößchen. Prost. Stößchen, komm, Prost an. So,
So, das ist jetzt das letzte Video nach unserer Wanderung. Wir haben, nachdem wir uns verlaufen haben, jetzt doch wieder das Auto gefunden. Jetzt gibt's Licht. Ah, das ist... es werde hell. Ja, also... Hey, das war ein Ritt. Aber es war gut, oder? Ey, sensationell. Also geile Ausblicke. Vielen Dank für die Sightseeing-Rhön, ja, Adrian. Sehr geil. Also du bietest nicht nur musikalisch deinen Schülern alles, sondern auch auf dem Terrain. Ja, wir waren auf dem Pferdskopf, wir waren auf den Klippen vom Pferdskopf und am Gipfelkreuz, wir waren auf der Wasserkuppe, ja. Wir waren an der Fulda-Quelle, wir haben uns ordentlich verlaufen. Wir sind tatsächlich zwischendurch auch einmal mit den Füßen in den Schlamm gefallen und haben jetzt nasse Füße. Jetzt ist es schon dunkel, wir sind die allerletzten, also wie man sieht, hier ist kein Mensch mehr, nur noch wir. Und jetzt haben wir Feierabend. Bis bald zur nächsten Folge Rhön-Harmonika, stell die Rhön vor. Rhön ist schön, es bleibt dabei. Ciao. Ciao.